Hast du es auch satt, dass sie ständig deine Gelmodellage von der Nagelplatte ablöst oder sogar absplittert? Ja, das ist nicht nur mühsam und es sieht unschön aus, sondern man muss den Nagel jedes Mal wieder neu mit Gel aufbauen. Das Geheimnis in einer schönen und langanhaltenden Maniküre liegt in der richtigen Anwendung. Worauf du achten musst und mit welchen Produkten du ein langanhaltendes Ergebnis erzielen kannst, ja, das zeige ich dir alles jetzt in diesem Video. Schnapp dir also deine Nageldesign-Utensilien und lass uns loslegen. Ich bin's wieder, Clarissa von Claire Beauty. Heute möchte ich unbedingt an ein Video anknüpfen, das ich erst vor ein paar wenigen Wochen gepostet habe. Dabei ging es um das Thema Nagelliftings. Wenn du dir das Video noch nicht angesehen hast, ich verlinke es dir hier oben. Schau es dir unbedingt mal an, denn eine gründliche Maniküre ist das A und O bei einer Nagelmodellage. Und wie du die Nagelplatte richtig vorbereitest, das zeige ich dir heute in diesem Video. So, ich habe jetzt das Material abgetragen. Ich habe alle Liftings entfernt, falls es ein Lifting gab. Und jetzt feile ich den Naturnagel oder respektive den Nagel in Form und Länge. Also als erstes nehme ich die 180 Grit Nagelfeile und feile meinen Nagel in Form und Länge. Ich beginne auf der rechten Seite, mache eine schöne Seitenlinie, wechsle dann auf die linke Seite, mache hier ebenfalls eine schöne Seitenlinie, dann mache ich vorne die Form und im nächsten Schritt feile ich nur den Naturnagel mit der 180 Grit Feile an. Hierfür arbeite ich ein bisschen mit System. Ich gehe nicht mehr als zweimal über die gleiche Stelle, weil ansonsten würde ich zu viel von meinem Naturnagel abfeilen und das wollen wir ja nicht, deshalb ein bisschen vorsichtig sein. Dann gehe ich auch in die Seitenränder, das ist ganz wichtig, denn auch hier haben wir ja Material abgetragen. Der Nagel ist nach vorne gewachsen und deshalb muss ich auch die Seiten gut anmattieren. Ich kontrolliere es immer mit der Nagelbürste, ob noch etwas glänzt, denn es darf keine glänzenden Stellen mehr geben. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ich nicht mehr hier vorne oder in der Mitte feile. Durch das, dass ich es ja mit dem Fräser abgetragen habe, ich habe auch sehr vorsichtig gearbeitet, wenn man den Nagel von der Seite ansieht. Ich habe immer noch einen leichten Apex drin, aber ich habe keine Unregelmäßigkeiten oder Wellenlöcher etc. Und deshalb reicht es mir durch das, dass es hier schon matt ist, wenn ich da nur den Naturnagel anmattiere. So, das war jetzt das Feilen für die Vorbereitung. Das ging jetzt relativ schnell. Also ich habe wirklich geschaut, dass es keine glänzenden Stellen mehr gibt, dass alle Unebenheiten auskorrigiert sind. Und jetzt entferne ich die Nagelhaut. Dies mache ich mit einem Flammenbit Rot. Wenn du wissen möchtest, was der Unterschied ist zwischen Keramik- und Hartmetallbit, dann schau gerade hier oben rechts. Da habe ich dir mein Video dazu verlinkt. Und jetzt nehme ich wieder meinen Nagelfräser und schalte das Gerät auf etwa 25.000 Umdrehungen ein. In einem 45 Grad Winkel entferne ich jetzt die Nagelhaut. Ich fahre also vorsichtig unter die Nagelhaut und hebe diese ein bisschen an und reinige somit den Nagelfalz direkt mit. Wichtig ist, dass ich die Nagelhaut ein bisschen aufstelle, damit ich diese dann besser wegschneiden kann. Für die andere Seite drehe ich dann mein Gerät auf die Rückwärtsumdrehung und entferne dann auch hier vorsichtig die Nagelhaut und stelle diese ein bisschen auf.
So, ich habe jetzt gründlich die Nagelhaut mit dem Nagelfräser bearbeitet und jetzt habe ich einen kleinen Trick für dich. Wenn du nämlich mit dem Bürstchen gegen oben bürstest, dann stellst du die Haut nochmals ein bisschen auf. Hingegen, wenn du nach unten oder zur Seite bürstest, kann es sein, dass dann die Haut wieder ein bisschen nach unten schaut und dann ist es nochmals schwieriger, diese jetzt wegzuschneiden. Und zudem kannst du hier auch viel besser in dem Nagelfalz und unter der Nagelhaut den Feilstaub entfernen. Jetzt nehme ich die Nagelhautzange und schneide die überschüssige Nagelhaut ab. Das mache ich ganz vorsichtig und ich ziehe die Haut ein bisschen nach oben, damit sie mir noch ein bisschen mehr aufsteht und ich dann nicht in mein eigenes Fleisch schneide. Schau, dass die Haut nicht ausfranst. Das ist auch wichtig, denn ansonsten wird das Ergebnis nicht so schön sein. So sieht die Nagelhaut jetzt aus und wichtig noch zu sagen ist, es handelt sich hier um eine einfache Nagelhautentfernung, also keine russische Maniküre, die wäre noch ein bisschen tiefgründiger. Es geht jetzt einfach darum, dass die Nagelplatte sauber ist, die Nagelhaut gründlich entfernt wurde und jetzt können wir mit dem nächsten Schritt weiterfahren. Im ersten Schritt trage ich jetzt Dehydrator auf. Dehydrator trage ich nur auf den Naturnagel auf und fahre anschließend mit dem Primer weiter. Auch den Primer nur auf den Naturnagel und nicht auf die alte Gelmodellage auftragen. Denk daran, dass die Mittel nie auf die Nagelhaut kommen sollten oder generell über die Haut. Das sollte nur auf der Nagelplatte erfolgen. Danach fahre ich mit dem Base Fluid Super Bond weiter. Das ist ein flüssiges Base Fluid. Ich verwende es in jedem Fall, auch wenn ich noch einen Base auftragen würde. So, das war jetzt die Vorbereitung für meine Nagelmodellage und jetzt würde ich mit dem Aufbau weiterfahren. Das zeige ich dir dann in einem anderen Video. Jetzt weißt du, wie man die Nagelplatte richtig vorbereitet, um langanhaltende Gelnägel zu modellieren. Alle Produkte dazu habe ich dir hier unten in der Infobox verlinkt. Und wenn du generell noch Fragen dazu hast, dann schreib mir sie gerne in die Kommentare. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann hinterlasse mir doch bitte einen Daumen hoch, wenn du neu hier bist, ein Abo für meinen Kanal. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Das Thema ist bereits in den Startlöchern. Ich freue mich. Bis dann, meine liebe Nailista. Tschüss!